Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Wir machen weiter und wie letzte Folge angedroht, geht es jetzt darum, dass wir mal unsere Rettungsaufträge erledigen. Das heißt, wir haben hier so insgesamt um und bei, die sind alle relativ ähnlich wertig, knapp im Kopf überschlagene 150.000 fast rumliegen und einiges an Reputation. Das ist ganz cool und die werden wir jetzt natürlich mal machen. Natürlich auch. Also, wir machen das natürlich wegen dem Geld und wegen der Reputation, aber ich mache das natürlich auch, weil wir haben noch ein paar Leute auf der Liste stehen von euch, die sich noch gemeldet haben für ihre eigenen, eigenbenannten Kerbels. Und das sind jetzt natürlich die nächsten drei, die wir retten fliegen wollen. Und da, ja, ich glaube, wir werden uns auf was Altbewährtes verlassen, sagen wir es mal so. Also, mein Plan wäre nämlich, dass wir. Erinnert ihr euch noch an Freakys Rettungsmission? Ich fange mal so rum an. Also, falls ihr euch noch an Freakys Rettungsmission erinnert, Freakys Rettungsmission war einer der ersten Community-Piloten quasi. Wenn nicht sogar der erste Community-Pilot, der eine Mission geflogen hat. Und er hat in einer Mission drei Kerbals gerettet. Und dafür hatte ich das hier gebaut. Da passen vier Kerbals potenziell rein und vorne ein Pilot. Und ich würde sagen, das hatte sich sehr bewährt. Also das hat wirklich gut geklappt. Und wenn wir jetzt heute losfliegen dann, um die nächsten drei abzuholen, würde ich sagen, verlassen wir uns auf dieses Raumschiff. Aber es wird diesmal nicht Freakys Rettungsmission. Und auch nicht Jebediahs. Sondern jetzt gucken wir mal. Wer ist denn hier noch der unerfahrenste Pilot? Der Freaky hat zwei, der JP hat zwei, der Pit hat zwei. Also im Orbit waren sie ja letztlich alle schon. Und leveltechnisch sind momentan auch alle gleich. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich nehme die Valentina mal mit. Obwohl, wir können uns mal angucken, ob Valentina die Orbit-Erfahrung schon gemacht hat. Weil eventuell könnte es Sinn machen, mit Valentina den Orbit zu fliegen. Ansonsten weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, sie hatte Orbit Around Kerbin, hat sie schon gemacht. Na gut. Alle anderen haben das auch schon gemacht, alle anderen Piloten, ne? Ach, Fly by the Moon. Mensch, ihr wart ja schon überall unterwegs. Auf Minmus war der JP. Der Freaky war auch schon auf Minmus. Mensch, ihr kommt echt rum. Ihr kommt echt rum. Na gut, dann nehmen wir mal trotzdem Valentina, weil die war lange nicht unterwegs. Oder nehmen wir nicht Valentina, nehmen wir nicht Valentina. Wisst ihr was? Wir nehmen heute mal den JP mit. Mal gucken, wie der sich so schlägt. Und ansonsten müssen wir hier eigentlich nicht allzu viel beachten, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir haben, wenn sich jetzt nicht irgendwas grundlegend verändert hat, müsste das Raketchen eigentlich ziemlich straight nach oben fliegen. Und ja, wenn wir sehen, was wir dafür ausgeben, wenn das so klappt, dann haben wir da auf jeden Fall. Ich habe keinen Swivel Engine. Hatte ich den damals durch irgendeinen Vertrag bekommen, hä? So, darf ich jetzt? Da habe ich bestimmt irgendwas getestet. Verrückt. Na gut, also. Aber ich nehme an, dass das trotzdem funktionieren wird, weil, ist ja die gleiche Rakete. So, jetzt gucken wir einmal. Wir haben genug zu essen dabei, oder? Achso, wir sind noch nicht gestartet, ja. So, da hinten kommen die Kapseln an. Dann setzen wir schon mal die erste als Ziel. Und holen uns die auf 400 Kilometer ran. So. Dann fliegen wir mal wieder ein direktes Abfangmanöver. Das müsste eigentlich gut hinhauen. Guti, dann Startfreigabe für JP. Und wir sind unterwegs, die nächsten Kerbals zu retten.
So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil das ist jetzt tatsächlich erwiesenermaßen eine Rakete, die unter der 105 funktioniert hat, sehr gut sogar funktioniert hat. Jetzt sind wir bei der 1-1 angekommen. Also ich spiele momentan noch mit der 1-1. Ich warte noch so ein bisschen. Die 1-1-1 hatte sich im Livestream nicht so toll angefühlt. Es gibt mittlerweile die 1-1-2. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Das sah okay aus. Also ich habe zum Beispiel den letzten Kerbal Modding Mittwoch mit Kerbalism auch mit der 1.1.2 gemacht. Also Versionsnummer Kerbal Space Program. Das sieht okay aus, aber ich upgrade jetzt mal Hardcore Kerbal noch nicht, weil es läuft gerade wirklich stabil und wir haben alles von der 1.1, was irgendwie relevant ist, dass es funktionieren muss. Von daher sehe ich jetzt gerade nicht so viel Sinn darin, dass wir. Also, dass ich es riskiere, dass es instabil wird mit irgendwelchen neuen Versionen. Zumal in den nächsten Tagen nicht mit Updates zu rechnen ist oder Wochen, weil die Jungs von Squad erstmal in Urlaub gegangen sind. Also es gab zumindest die Nachricht, dass sie sich in ihren wohlverdienten Urlaub verkrümelt haben. Und das sei ihnen alles gegönnt, aber natürlich wird in der Zeit nicht allzu viel mit Patches passieren. So, jetzt muss man aufpassen, dass die Kiste nicht kippt. Das sieht auch gut aus. So. Guti, ja, wenn ihr heute diese Folge seht, also ich zeichne sie jetzt natürlich am Abend davor auf. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen freien Tag und habt den gut verbracht. Das Wetter hat ja zumindest hier in Norddeutschland recht gut mitgespielt. Wenn ihr das heute Morgen guckt, dann ist natürlich, kleine Erinnerung, heute Abend um 20:30 Uhr der Livestream. Momentan sieht es so aus, dass die Mehrzahl der Stimmen dafür geht, dass wir das Satellitennetzwerk weiterbauen von Hardcore Kerbal. Also wir würden quasi live Hardcore Kerbal spielen, 2, 2,5 Stunden lang. Und mal gucken, also wenn wir das Satellitennetzwerk natürlich schaffen, dann würde ich mal davon ausgehen, dass wir auch noch ein bisschen mehr machen, als nur das Satellitennetzwerk bauen. So, ich mache mal kurz aus und schmeiße hier schon mal das Fairing weg. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Wir sind jetzt bei einem Treffer von 5 Kilometern. Ja, das ist ja mal, ne? Das ist mal ein Abfangmanöver. So, 2 Kilometer. 2,1, 2,0. Ja, irgendwie so, wir wackeln da so in der Gegend rum. Ich glaube, es ist okay. Da können wir gleich den ersten Kerbal einsammeln. Das geht ja relativ flink. Ja, wie gesagt, also momentan läuft das Voting stark für wir bauen das Satellitennetzwerk weiter. Es stehen ja auch noch zur Auswahl, dass wir entweder den Iron Kerman weiterspielen. Wenn ihr das nicht macht, werde ich dann auf jeden Fall gucken, dass ich mal die Mission erledige, weil ich habe jetzt extra in dieser Woche nichts für den Iron Kerman. Also ich hätte die Ende April die Mission für Duna noch schnell fertig machen können. Ich habe es aber extra nicht getan, denn ich wollte vermeiden, dass wir das, dass ich das vorwegnehme. Jetzt bin ich durchs ganze Quatsch ein bisschen spät dran, ne? Aber den kriegen wir noch, den Kerl. Den kriegen wir noch. Ja, ich wollte vermeiden, dass ich irgendwie das Zeug schon wegnehme und die Duna-Mission mache und dann vielleicht neue Missionen noch nicht klar sind oder sonst irgendwas. Also wir haben auch noch Hardcore, sage ich schon, den Iron Kerman und wir haben natürlich einfach die Möglichkeit, auch in unserer Station weiterzubauen. Derzeit führt das Satellitennetzwerk, wenn ihr für was anderes seid, dann geht nochmal abstimmen. Wenn ihr oder noch nicht abgestimmt habt, dann geht nochmal abstimmen. Und wenn ihr für Hardcore Kerbal seid und das Satellitennetzwerk weiter ausbauen und auch noch nicht abgestimmt habt, dann auch das. Also geht bitte in das Ankündigungsvideo des Livestreams. Denn ihr könnt euch wirklich aussuchen, was ihr sehen wollt. Und das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das nutzt. Sonst, naja. So, jetzt sieht man schon mal so ein Abfangmanöver, wenn man das fliegt. Wenn ihr das macht, was ich jetzt gemacht habe, war ein bisschen doof. Ich hätte ein bisschen eher schon anfangen müssen zu beschleunigen, weil ich hatte sehr viel Unterschied an Geschwindigkeit zu meinem Ziel. Und das wird uns jetzt bitter zu stehen kommen, oder teuer zu stehen kommen, weil wir das Problem haben, dass wir bei Elric den Live-Support aktiviert haben und Elric hat nichts. Also Elric ist quasi nackt, was das angeht. Und wir gehen auch gerade runter in die Atmosphäre. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist sogar richtig gefährlich. Was tue ich heute hier nur? Was tue ich heute hier nur? Das kommt davon, wenn man zu so später Stunde sich noch hinsetzt. Also ich gehe gerade ganz schlimm in die Atmosphäre rein und gleichzeitig irgendwie in den Orbit. Eieieiei. So. Oh, jetzt dreht es mich ziemlich, weil plötzlich wieder Atmosphärenwiderstand da ist. Das kriegen wir trotzdem noch irgendwie hin. Ich bin mir sicher, dass wir das noch irgendwie hinbekommen.
So, Target. Okay, wir nähern uns im Moment aber hoffentlich an, weil ich unterfliege ihn. Ja, wir kommen da hinten wieder in 2 Minuten auf 42 Kilometer schon mal raus. Das ist gut. Und ich probiere jetzt das Manöver noch ein bisschen anzupassen. Das ist jetzt natürlich die Spritverschwendung vor dem Herrn. Aber wer seine Manöver nicht ordentlich fliegt und nicht weiß, was er da tut, der hat das auch nicht anders verdient. So. Ich guck mal, ob ich das Ding hier halbwegs gesteuert bekomme. Spätestens auf der nächsten Stufe wird es hoffentlich ein bisschen schöner. Ach du Heilige. Ja, jetzt merkt man natürlich, dass ich in der Atmosphäre bin. Aber auch das kriegen wir hin. So, und jetzt baue ich natürlich einen unheimlichen Geschwindigkeitsunterschied auf. Also das ist eigentlich eine dumme Idee, weil ich das alles auch wieder wegbremsen muss. Und im Moment kriege ich es auch kaum kontrolliert. Ganz, ganz schlimm. Was ich halt versuche, ist hier den gelben Nupsi über den pinken Nupsi zu bringen. Achso, warum? Ich krieg's deswegen nicht kontrolliert, weil ich ein anderes Manöver eingestellt habe. Ich Schwachkopf. Ich behindere mich hier quasi selber. So, ich gebe jetzt richtig Gas, um nach Möglichkeit vom Winkel her das Teil zu treffen und den Abstand hier so gering wie möglich zu bekommen. Das ist mein Plan nämlich an der ganzen Geschichte, weil ich muss schnell da sein. Elric hat nämlich nach 2 Stunden Strom ist für ihn Feierabend, also 2 Stunden ohne Strom. So, eben weil wir seinen Life Support aktiviert haben. Guti, aber wir haben hier noch eine Stufe unten drunter, also es ist noch nicht alles verloren, auch wenn uns das jetzt viel kostet. Ich glaube trotzdem, dass wir immer noch alle Leute retten können. Alle, alle, alle. So, ich mache hier schon mal ein bisschen Licht an. Und vielleicht nehme ich eine Solarzelle raus schon mal. Gut, wir haben noch. Ist unser Treffer jetzt irgendwie weg? Ach so, ja, weil ich so stark beschleunige, dass ganz komische Sachen passieren. Gut. Alles klar, wir nähern uns. Ich muss jetzt langsam mal wieder zünden, dass uns nicht das andere in die Gegenrichtung passiert. So. Ist diesmal aber nicht ganz so schnell. Ich glaube, das passt ganz gut. Also ich denke mal, wir werden uns irgendwie so bei. Ich denke mal, der wird 3, 4 Kilometer rausrutschen wieder auch. Von uns weg, vielleicht auch 5, 6. Aber das ist okay. Und das können wir jetzt mit einem normalen Manöver angleichen. So, schauen wir mal. 400 Meter Unterschied haben wir noch. Hallo? Ja, jetzt kam natürlich das Staging rein. Dadurch werden es ein paar Kilometer mehr. Aber im Großen und Ganzen sind wir ziemlich nah dran jetzt. Also, ich bin jetzt quasi einmal zum Mond rausbeschleunigt und wieder zurück, um den armen Elric noch rechtzeitig zu kriegen. Elric ist jetzt 5 Minuten ohne Versorgung. Das ist alles noch okay. Den schon mal in meinem Manöver ein bisschen besser auszurichten. Wir wollen jetzt gleich auch in Richtung Target wieder fliegen, aber diesmal halt nicht mit 100 Metern pro Sekunde, sondern wir haben jetzt 11,6 Kilometer, 12, 11,9, 12 Kilometer zu überwinden. Das ist nicht so viel. Und alle anderen Korrekturmanöver, die wir jetzt machen, die sind dann relativ treibstoffunintensiv. Das heißt, das muss da eigentlich hin. So. Runter da. Und aus. Und ich drehe mich schon mal wieder retrograde. Und fange gleich an zu bremsen, denn in knapp 2 Minuten sind wir bei dem guten Elric angekommen. So, das ist doch nochmal ganz spannend geworden hier. Ja, so, ein bisschen ran. Und das reicht. Fangen an, das Ganze ein bisschen abzubremsen, damit wir eben Elric dann ein bisschen smoother abfangen. Weil wenn wir jetzt mit irgendwie hunderten Metern pro Sekunde an ihm vorbeischießen, haben wir auch nichts gewonnen. So 2 Kilometer ist ganz okay. Und da machen wir dann die letzte Bremsung noch. So. Also Retrograde und Feuer frei. Und dann steigen wir gleich um auf Elrics Raumschiff und hopp. So. Jetzt nochmal Retrograde gehen. Na komm. Das SRS ist ein bisschen komisch. Eigenartigerweise. Ich weiß nicht, was da genau das Problem ist, aber es verhält sich manchmal ein bisschen eigenartig. So. Ich versuche jetzt so halbwegs nah an die 0-0 ranzukommen. Jetzt steigen wir einmal um zu Elric und sehen zu, dass wir uns per Eva hier ganz schnell verkrümeln. Rüber in ein Schiff, wo wir Sauerstoff haben. Nämlich zur Kerbal-Rettungsmission. Oder der Rettungsmission von JP in diesem Falle. So. Gut, das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage von kurz rüberschweben.
Es ist so, übrigens, ich hatte gesehen, ihr hattet in den Kommentaren auch eine ziemlich angeregte Diskussion zu dem Thema, wie das mit Tech Life Support eigentlich ist. Also wenn ihr die Default-Einstellungen habt, dann ist es so, dass sie ohne Sauerstoff und Nahrungsmittel kommen die Kerbals, glaube ich, in den Default-Einstellungen 6 Stunden zurecht. Aber sie kommen ohne Strom nur 2 Stunden zurecht. Also sie sterben meistens an Strommangel, da muss man ziemlich aufpassen. Weil sie dann von Tech Life Support aus zumindest bekommen sie eine CO2-Vergiftung. Steht, glaube ich, meistens da. Zumindest in allen Fällen, wo es mir schon mal passiert ist, stand dann da, dass es eine CO2-Vergiftung gab, eben weil die Elektrizität gefehlt hat, um die Luftfilter weiterlaufen zu lassen. Genau, und das geht halt schneller. Also von daher hattet da eine Diskussion über das, wie lange das dauert und wo man das einstellt. Also einstellen kann man es natürlich in den Settings von Tech Life Support, ganz klar. Aber ja, wie gesagt, ihr hattet beide so ein bisschen recht, weil der eine sagte, es ist kürzer und der nächste sagte, es ist 6 Stunden. Ja, es ist irgendwie beides. Ne? Ein Großteil davon ist 6 Stunden. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, was wir dann heute Abend spielen werden. Ich habe auf alle drei Sachen ziemlich Bock und für die Woche drauf muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob es dann Livestream geben wird, also da muss ich noch in mich gehen, ob ich das zeitlich hinbekomme. Und dort, was auf jeden Fall schon feststeht, was in der Auswahl drin sein wird, ist Factorio. Weil das hatten sehr viele sehr gut gefunden, immer angezockt. Ich möchte es aber nicht fest in den Kanal nehmen. Deshalb werde ich es mal zur Abstimmung für den Livestreaming. So, und jetzt höre ich mal aber auf, so viel zu quatschen und gucke, dass ich hier mein Manöver mit dem Körbel nicht verkacke, damit ich mich nicht irgendwie an der Rakete breitschmiere. Da fällt mir auch schon wieder ein, woran ich nicht gedacht habe, was wir immer als kleine Fingerübung machen müssen, ist nämlich den guten JP nach hinten setzen. Aber das können wir gleich machen. So. Da ist die sichere Rakete mit leckerem Sauerstoff und Wasser und Essen und allem, was man so braucht. Aber damit wir da rein können, müssen wir jetzt einfach den. Ja, wo ist es? Ist irgendwo die Screwhatch? Ah. Jetzt wäre darüber. Aber den JP nach hinten setzen. Das will ich nicht. So, dann ist nämlich vorne die Tür frei, weil das ging irgendwie nicht. Und die Crewkapsel hat leider keine Türen. Also nicht in der Form zumindest. So, grab und geboardet. So, das ist dann schon mal der erste Streich und der Name dieses armen Kerbels wird der Goga-Kermen sein dann. Ein weiterer Engineer. Ich bin ja fast versucht, jetzt kommen ganz viele Engineers auf der Liste. Ich werde aus wissenschaftlich-forschungstechnischen Gründen dann noch einen Scientist und Piloten vorziehen von der Liste und die Engineers dann nachrücken lassen und auch die anderen Scientists noch. Falls noch jemand Pilot werden will, sagt Bescheid, also falls ihr noch nicht auf der Liste steht. Genau, also das ist Goga Kermin, unser neuer Ingenieur für unsere lange, lange Reise. So, und dann machen wir uns mal daran, den nächsten einzufangen und so. Nee, Eva kannst du ja gar nicht machen, oder? Wie kann ich denn hier draus? Ah, Transfer Crew. So. Gut. Und wir schauen mal. So, unser nächster Kandidat hier hinten ist auf einer Höhe von 83 Kilometern. Ja, okay. Wir gehen einfach ein bisschen höher und lassen uns einholen. Wir haben ja genug, ja, für 17 Tage. Das ist okay. Also, wir ziehen unseren Orbit einfach ein bisschen hoch. Schwupp. Und hier hinten sieht man schon, hier kommt langsam unser Treffpunkt zustande. Und ich würde sagen, wir machen das einfach auch in einem Manöver. Kurz raustauchen und dann wieder uns treffen hier hinten. Dann haben wir das nämlich auch im Licht. Das ist ein bisschen angenehmer. So, 8 Kilometer. Ist, glaube ich, mehr als fair. Target Position. Okay, das ist sogar schon ein bisschen Overshooting, aber das ist völlig okay. Und wir time warpen uns mal. Was haben wir jetzt für einen Unterschied? 1000 Meter knapp. Joa. Time warpen mal so bis hier, sicherheitshalber. Mal gucken, was passiert. Jo,
Genau, warum der Freitag in der Woche drauf noch so ein bisschen Fragezeichen ist, nur dass ihr euch nicht wundert. Also ich hätte schon an sich Bock, einen Livestream zu machen, aber ich habe Geburtstag an dem Tag und es könnte eventuell sein, so aus feiertechnischen Gründen, dass ich schlicht und ergreifend keine Zeit habe für einen Livestream. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das Wochenende darauf bin ich definitiv nicht für den Livestream zu haben, weil ich nicht da sein werde. Ich fahre auf eine Veranstaltung über ein verlängertes Wochenende. Geht so um Zombie-Apokalypse-Geschichten. Ich gucke mal vielleicht, ob ich ein paar Videos schießen kann für euch und die dann einfach mal mitbringe danach. Und da werde ich einfach von, ich glaube, Donnerstag bis Sonntag unterwegs sein. Aber ich werde ein paar Videos vorproduzieren, aber es wird halt keinen Livestream geben. So, wir haben noch 56 Sekunden. Genug geschnackt. Wir brauchen den Target-Nav-Ball. Wir sind auf 38,4 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir müssen noch gar nicht viel brennen, um uns jetzt anzugleichen. Das mache ich jetzt schon mal. Schwupp. Ja, ein bisschen noch. Und noch ein bisschen. Na komm. So. Und dann nähern wir uns der ganzen Sache ganz fröhlich an. Jetzt hier auf 6,7 Kilometer, aber das kriegen wir garantiert noch ein bisschen besser hin. Bin da sehr, sehr zuversichtlich. Na, der driftet da schon wieder weg. Das werden wir natürlich nochmal nachkorrigieren. Offensichtlich hat er da irgendwie Unstimmigkeiten mit uns. Seht ihr das, wie der nach unten driftet auf dem Nachbord? Und das kann man halt immer ausgleichen, indem man genau auf die andere Seite Schub gibt. Und wenn ihr den Kurs halt relativ gut hinbekommt, dass ihr eben die Sachen übereinander kriegt, dann klappt es normalerweise auch mit dem Rendezvous. So. 5,9 und jetzt beschleunigen wir mal aufs Ziel zu, um den Abstand auch wirklich zu verkürzen. 5, 5, 5, 4, 9, 4, 7, 5, okay, 4, 3, 6, 3, 4, 3, 2, 2, 2, lalalala. Wir sind unter 2 Kilometer. Ich gehe schon mal Retrograde, also ab 2,5, 2 Kilometer aktivieren wir halt die andere Kapsel und können rüberspringen. Und wir müssen dann nur noch einmal kurz ein kleines Manöver machen, dass wir auf der gleichen Höhe sind. Und dann haben wir es auch schon. So, da ist er aktiviert. Wir gehen diesmal noch ein bisschen näher ran. Da ist er. Und bremsen jetzt. Jawohl, das wird schönes nebeneinander parken. Ah, fliegt er wieder vorbei, aber wir sind auf Stop. Okay, sehr gut. Das sieht schön aus. Gut, wir gehen rüber und retten unseren Kandidaten. Genau, weil da wären nämlich die Türen von so Crewkabinen und die sind natürlich in unserem Raumschiff zugebaut. So, und du kannst mal auf hier so rumzukaspern. So, wo ist denn das Raumschiff? Das ist so nah dran, das hat gar nicht mehr so einen Dötzi. Ja, nee, ich will das als Target haben. Dankeschön. So. Zack. Das ist übrigens ganz witzig, wenn ihr mit einem Raketenrucksack fliegt und ihr habt ein Ziel gesetzt. Mit Shift könnt ihr quasi das Teil hier nach oben verschieben, mit Steuerung nach unten. WASD sind links, rechts, vorwärts, zurück. Also, wobei W vorwärts ist und S zurück. Das ist dann quasi bremsen. Und hier seht ihr eure relative Geschwindigkeit zum Ziel. Und solange ihr, egal was hier zu sehen ist, also wenn ihr euch darauf konzentriert, hier drin dafür zu sorgen, dass das gelbe Nupsi-Teil in dem pinken Nupsi-Teil bleibt, dann kommt ihr genau da an, wo ihr hinwollt. Und ratet mal, was ich schon wieder vergessen habe. Genau, ich habe schon wieder vergessen, den Platz freizuräumen vorne. Aber gut, das machen wir wieder schnell. Zack. So. Bist du raus? Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Weil ich drifte da, glaube ich, gerade auf die Solarzelle zu. Da wollen wir natürlich nicht reinknallen. So. Ran. Rein. Ab auf die Rücksitzbank. Komm schon. Transfer Crew. Transfer. Zack. So, wer ist hier so drin? Sehr schön. Also, zwei haben wir. Und ich verrate euch natürlich auch, wer das hier sein wird. Das wird unser nächster Scientist auf der Liste. Das ist der Kühnoob-Kerman vom Kühnoob. Genau, während Goga-Kerman natürlich von The Goga kam. Und jetzt müssen wir uns noch auf den Weg machen, unseren Piloten einzupacken. Das will ich jetzt natürlich diese Folge noch schnell erledigt wissen. Und das Manöver wird wahrscheinlich so ziemlich das gleiche werden. Nur, dass wir ein bisschen mehr warten müssen.
Also ich fahre einfach im Zeitraffer zweimal um den Planeten rum. Ah, was mache ich hier? Ich will nicht bremsen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Sprit. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie die völligen Zaubermanöver abziehen. Deshalb mache ich jetzt mal hier irgendwie so ein bisschen bis auf 35, brenne ich uns runter. Die hebe ich mir dann mal auf im Tank. So. Und jetzt rotieren wir einfach zweimal um den Planeten rum. Das müsste im Normalfall unseren Abstand relativ gut zusammenbringen. Also wenn wir jetzt das erste Manöver durch haben, wird sich das ja ein bisschen verkürzen. Und wir verkürzen es ja eigentlich mit jedem Orbit. Wir haben jetzt 259. Ich nehme mal an, im nächsten werden es dann irgendwie noch so 120 sein. Und dann drehen wir uns halt nochmal eine Runde. Wir haben ja genug Vorräte dabei. Und solange wir nicht näher als 2 Kilometer an die defekte Kapsel rankommen, haben wir auch kein Problem. So, und jetzt sieht man schon, wie wir quasi, während wir langsamer sind, die Kapsel uns einholt. Das ist jetzt hier die Geschichte mit, ist jetzt auf 259. Und jetzt haben wir als nächstes einen Treffer mit 115 Kilometern. Und jetzt würde ich nämlich nochmal gucken, dass wir das jetzt nochmal leicht nachkorrigieren, indem ich nochmal Schub gebe, weil jetzt muss ich nicht mehr so viel geben. Was hat sich denn jetzt verschoben? Das macht keinen Sinn. Er hat noch eben 100 irgendwas. Ich bin da schon wieder den Manöveranzeigen. Ich warp mal noch mal eine Runde rum. Das stimmt jetzt irgendwie aber nicht. Ah, sehr schön. Das war die Anzeige, die ich haben wollte. Genau, weil irgendwie ist er jetzt wieder umgesprungen bei meinem Rumgesteuer. So, und jetzt geben wir ihm ganz vorsichtig ein bisschen Schwung mit. Das hier. Oh, 24. Jawohl, das sieht gut aus. Und genau, damit sind wir 600 Meter. Wenn ich das jetzt noch gut gebremst bekomme, dass wir wirklich auf der gleichen Höhe enden, dann haben wir auf jeden Fall noch genug Sprit. Also wir haben auch noch ein bisschen Sprit für Korrekturmanöver und alles. Und dann haben wir noch ein bisschen Sprit übrig, um eine Landung hinzulegen. Und haben dann in einer knappen halben Stunde, wenn das so weiterläuft, alle 3 Kerbals erfolgreich gerettet. Dürfen noch gespannt sein, wer dann der nächste ist. So. Wir müssen dann auch gleich die Aktivierung kriegen. Wahrscheinlich. So. Target und Retrograde. 73 Meter Unterschied. Okay. Das sieht gut aus. Also, wir lassen uns jetzt schön nah ranziehen. So. Was geht da noch? Okay, und jetzt Feuer frei. Das kriegen wir mal sehr schnell ausgeglichen, so kleinere Toleranzen. Und wie gesagt, wir brauchen 3, 4 Fuel-Einheiten, um zurückzukommen. Also so weit zurückzukommen, dass wir auf jeden Fall, bevor wir verhungern oder verdursten, landen werden oder ersticken. So, jetzt halbwegs die gleiche Geschwindigkeit. So, und jetzt machen wir es diesmal mal vorher, dann können wir das in einem Fluss mal erledigen. Und zwar wird der gute JP nach hinten geschmissen und, ach ja, hier hat jeder ein eigenes Raumschiff, ne? Jeder seinen eigenen Kram. So, irgendwo kommt aus der Sonne, ne? Da, ja. So, loslassen, Lampe an und rüber geht's. Und wieder das gleiche Spiel. Man kann halt gucken, dass der gelbe Nupsi dann da drauf ist. Und mit rechter Maustaste gedrückt halten, könnt ihr quasi eure Richtung, die ihr steuert, ausrichten auf solche Geschichten. Und dann einfach Gas geben mit W und mit Steuerung ein bisschen nachkorrigieren und dann sind wir auch schon relativ fix drüben bei unserer Rettungsmission und können uns auf den Weg nach unten machen. Wie ihr seht, in 3 Tagen übrigens, ne, da drüben läuft die Kerbal-Alarmglocke mit. Ich lasse sie da immer mal so ein bisschen offen. Ich werde die beim nächsten Mal hoffentlich auch mal zumachen. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass ich die ganze Zeit offen hatte. Ich wollte die eigentlich nur kurz machen. Dass wir einfach ein bisschen im Auge haben, auch wann es wieder spannend wird beim Dunasat. Und das ist in 3 Tagen tatsächlich der Fall, weil wir dann rübergehen in die Transferbahn zum Mars oder zu Duna und wir dann das nächste Manöver setzen können oder den nächsten Alarmglockknoten und dann wissen, wie lange wir noch Zeit haben, bis unsere erste Sonde bei Duna ankommt. Und wenn wir zwischendurch ein bisschen Geld haben und sich ein Startfenster öffnet, das muss ich unbedingt noch einplanen, will ich auch noch eine Probe, also eine Probe nach Eve. Hallo? Eine Probe nach Eve schicken oder in Richtung Eve schicken. So. Und wir werden uns jetzt hier mal andocken, ohne dass wir uns die Arme auskugeln, bitte, junge Dame.
Wäre das in Ihrem Ansinnen möglich? Hallo? Ah, das gibt's doch nicht. Also manchmal sind auch die Winkel total dämlich, aus denen das hier so passiert. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. So. Ich habe jetzt einmal die Kamera umgestellt. Meine Güte. Ja, jetzt knacken wir die halbe Stunde doch noch. Die Diskussion kam übrigens auch mal auf, um da mal die Frage noch zu beantworten. Ich hatte schon ein bisschen was in den Kommentaren zugeschrieben, warum ich denn nicht viel längere Folgen und so weiter mache. So. Das tue ich deswegen nicht, weil sich... Also selbst meine Halbstundenfolgen sind schon relativ lang. Ich hatte ursprünglich mal gesagt, dass ich eigentlich so Folgen im 20-Minuten-Format ungefähr machen will. Also das hatte ich mir mal ursprünglich vorgenommen, bevor ich irgendwie Ahnung hatte, wie es funktioniert und tralala. Ich habe mittlerweile für mich gesagt, ich mache keine Folgen, die länger als eine halbe Stunde sind. Heute wird wohl wieder mal eine Ausnahme. Genau. Und das hat einfach den Hintergrund, nicht weil ich euch hasse und so gerne so kurze Folgen mache, sondern weil... das einfach sehr, sehr lang wird. Vielleicht habt ihr schon mal eine Wiederholung von so einem Livestream mit 2,5 Stunden euch irgendwie angeguckt. Ich glaube, für die wenigsten haben so viel Zeit, sich hinzusetzen, 2-3 Stunden am Stück oder eine Stunde am Stück irgendwas durchzugucken. Das sind ja dann schon fast Spielfilmformate. Sondern man hat dann halt mal sowas für 20 bis 30 Minuten zwischendurch. Daher kommt diese Formatlänge eigentlich. Also das ist der Hintergrund, warum ich das so tue. Also wenn da euch bisher die Frage mal geplagt hat, warum haben die Folgen ungefähr diese Halbstundenlänge immer? Genau deswegen ist es nicht, weil ich irgendjemand von euch quälen möchte. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen auf gepflegte 50 Kilometer runter. Ach, lass es 40 sein. Lohnt sich sonst nicht. Ach, lass es 35 sein. So. Wir wollen ja noch unten ankommen. Und dann müssen wir eigentlich gleich noch... Wir können den Treibstoff noch verwenden, um zu bremsen. Altitude. Copy to other shoots. Close arm. Ich trau dem Braten nicht. Ja, doch. Arm. So, was hast du? Du hast das bestimmt nicht gekriegt, ne? Nee. Gut. Das sieht gut aus. Close und Arm. Parachute. Okay. Ich werde heute mal keinen Cliffhanger machen. Wir überziehen das jetzt ein paar Minuten. In der Länge. Wäre natürlich auch ein schöner Cliffhanger-Point, aber ich mache das heute mit Absicht nicht, weil mir das zu riskant ist und um die Kürbels leid tut. Deshalb cliffhangern wir heute nicht. So, ich weiß, ich werde das bereuen in irgendeiner Form. Aber ich mache es trotzdem nicht. So, Retract Panels. Ba, 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 ba. So. Lass mich jetzt noch ein bisschen sinken in der ganzen Spaßveranstaltung. Und dann werde ich nochmal meinen letzten Treibstoff rausfeuern, um mich ein wenig abzubremsen, sobald ich in die, also nennenswert in die Atmosphäre eintrete. Bisher ist das ja sehr flach. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch auch schon bemerkt, dass das jetzt ein bisschen aggressiver zu sein scheint, mit der Hitzeentwicklung auch, wenn man einen zu steilen Eintrittswinkel oder Wiedereintrittswinkel nimmt. Das ist teilweise dann schon ganz schön warm, was einem da um die Ohren weht. So. Wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo sowas wie eine Atmosphäre auch beginnt zu existieren. Also eine echte Atmosphäre mit Reibung und so Kram. So, und unsere Apoapsis nähert sich auch dem Punkt, wo sie wieder in die Atmosphäre reinkommt. Das heißt, der Weg zurück ist versperrt. Es geht auf jeden Fall nach unten. Und jetzt warte ich eigentlich auf den goldenen Punkt. Da, auf den warte ich genau. So. Und jetzt entledigen wir uns noch unseres restlichen Sprits, um gleich schon mal ein bisschen die Eintrittsgeschwindigkeit zu reduzieren. Ob es das jetzt so viel besser macht für uns, werden wir sehen, aber am Ende des Tages haben wir Treibstoff und der kann ja ruhig weg. So, das kann auch weg. Und dann verlassen wir uns mal auf unseren geliebten Hitzeschild, ne? Ich meine, das hat letztes Mal alles funktioniert. Was soll diesmal schiefgehen? Aber bisher verhält sich die Rakete sehr, sehr ähnlich zu dem, wie sie sich in der 105 verhalten hat. Ich
gehe jetzt auch nicht deswegen nicht in den Zeitraffer, weil ich euch zu Tode nerven will mit der Länglichkeit dieser Landung, sondern ich gehe deswegen nicht in den Zeitraffer, um die Physikzeitbeschleunigung nicht irgendwie anzutriggern und jetzt irgendein Problem zu haben. Also für alle von euch, die auf längere Folgen stehen, ist das heute mal ganz toll. Und für alle von euch, die nicht auf lange Folgen stehen, ich schaffe das bestimmt eh, den Scheiß sauber zu landen. Also es ist ja bisher nichts schief gegangen. Also im Zweifelsfall guckt euch halt die letzten 10 Sekunden an, dann werdet ihr das wissen. Okay, also mal gucken, wo kommen wir denn dann runter? Wird das eine Wasserlandung? Das wird... Wo sind wir jetzt? Ich sehe den blauen Strich nicht, Alter. Ja, ich glaube, das wird eine Wasserlandung. Sehr schön. Da ist unser Antrieb, den wir jetzt dann doch wieder überholen. So, und jetzt werden wir auch langsam, ein bisschen langsamer. Das ist doch schon mal schön. So, ich gucke mal, ob wir uns sauber Retrograde halten können. Das sieht gut aus. Man frisst auch ganz schön viel Strom, aber wir haben ja, ne? Wenn wir irgendwas haben, dann ist es ja Strom. So. Oh, da so irgendwo im Moment. Eher da so. Das ist ganz schlecht zu sehen wegen den Wolken. So, gucken wir mal, was hier so im Inneren abgeht. Ach, guck mal, da kann man den Rest der Rakete aus dem Fenster sehen. Schade, dass da Eve oder Scatterer so fiesen Schlagschatten wirft. Ja, Mensch, hier ist richtig was gemacht. Man muss ganz alleine in deiner Kabine sitzen. Hier drüben ist ein bisschen sozialer, ne? Ja. Die Herren und die Damen getrennt nach Kabinen. Hervorragend. Tja, bei JP auf dem Schiff herrscht halt Ordnung, ne? Da lässt da nichts drauf kommen. So, wo sind wir denn jetzt? 30 Kilometer Höhe, 1900 Meterchens. Ja, jetzt könnte er langsamer werden, ne? Vielleicht muss ich mir langsamer Bremsfallschirme angewöhnen oder so. Das ging in der 105 alles ein bisschen smoother insgesamt, muss ich sagen. Das ist mittlerweile dann doch... Man scheppert immer ganz schön durch. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, wie eure Erfahrungswerte so sind. Meine sind, dass man gefühlt mittlerweile auch bei einem flachen Eintrittswinkel ganz schön Pfeffer drauf bekommt. Also, man kommt sehr, sehr tief mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten teilweise. Und hat immer so das Gefühl so, ja, gleich verliere ich meinen Fallschirm oder irgendwie sowas. Oder das ganze Gefährt. Weil es die Kisten doch ganz schön nach oben zieht. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das so empfindet. Ich finde, das ist so einer der gravierendsten oder der Sachen, die man an der Flugphysikänderung am stärksten merkt, meiner Meinung nach. Seite 1.1. Aber wie gesagt, das kann auch wilde Einbildung sein. Man weiß es nicht. So, aber wir sind, glaube ich, gut unterwegs. Wir haben tatsächlich mal 20 Punkte vom Hitzeschild weggeraucht. Also die sind auch wirklich hinfort. Aber ansonsten sieht die Truppe hier noch ganz zufrieden aus. Können wir sogar noch weiter ausklappen. Guck mal, da sind sie alle in einer Bank. Ja, und die werden natürlich noch entsprechend umbenannt und umgeschlechtsoperiert und umgetauft und alles. Und warum ist da hinten? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Guck mal, ich kann machen, dass der Meeresspiegel steigt. Ich bin die globale Erwärmung. Na gut, genug gekaspert. Freunde. Oh, ich habe da noch zwei. Die sollte ich vielleicht auch noch... Scharfschalten fällt mir gerade mal auf, ne? Ist aber nur so ein Zack, Zack. Ne, warte mal. Copy Parachutes, Close Arm Parachute und Arm Parachute. Wir machen mal lieber alle auf, ne? Die sind mir irgendwie entgangen, so optisch. Gut, SRS kann, glaube ich, raus. So, und ich denke mal, wenn jetzt gleich die Schirme offen sind, dann gehe ich auch mit gutem Gewissen in die Physikzeitbeschleunigung. Was ist denn mit dem Meer los? Also ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht, ganz vielleicht, bei Scatterer noch so ein oder ein halbes Problem geben könnte. Oder aber wir haben zu viele fossile Brennstoffe auf Körben benutzt. Man macht sich einfach seinen eigenen Strand im Zweifelsfall, ne? Gut, wir ignorieren das mal einfach höflich. So, Fallschirme sind auf. Ach Gott, bitte nicht ertrinken. Und wir sind umgekippt. Nein, Quatsch. So, und wir sind nicht am Strand. Ich versuche das nochmal, ne? Wir haben es echt geschafft, auf dieser blöden kleinen Insel da zu landen, ne? Von all den Möglichkeiten der Wasserlandung. Naja, gut.
In diesem Sinne, wir haben es geschafft. Recover Vessel und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Hardcore Köbel in einer Woche am Freitag. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.